Seit über 30 Jahren sind wir bei Kreck Experten für Taschenlochbohrungen. Wir arbeiten ständig daran, neue Wege zu finden, um sie noch effektiver zu machen. Und jetzt haben wir mit der Kreck Pocket Hole Jack Micro noch mehr Flexibilität in unsere 300er Familie gebracht. Mit dieser flexiblen Mikrobohrschablone könnt ihr wie mit allen anderen stationären Mikrobohrschablonen ein bis zu 33% kleineres Taschenloch erstellen. Das eignet sich besonders bei dünnen und schmalen Werkstücken für Materialstärken von 12 bis 19 mm. Verwendet hierzu am besten unsere passenden Flachkopfschrauben mit kleinerem Schraubenkopf, die sich einfach mit unseren Mikrodübeln abdecken lassen. Mit dem innovativen Dreh- und Stecksystem passt ihr eure Schablone der Werkstückbreite an. Die einfache Materialstärkeeinstellung, der Stufenbohrer mit eingravierter Skala und die Bohrhülse aus gehärtetem Stahl machen das Arbeiten mit dem dünnen und schmalen Material kinderleicht. Der Gripmax Anti-Rutschbeschlag hält die Bohrschablone präzise in Position, um perfekt positionierte Taschenlöcher ohne Verrutschen zu bohren. Das Micro Pocket Hole Jig ist wie bei der 300er Serie im Aufbau und Verwendung identisch. Mit der Messlehre einfach die Materialstärke des Werkstücks überprüfen und die Einstellung am Bohrer als auch an der Rückseite der Bohrlehre vornehmen. Setzt das Pocket Hole Jig an der Kante des Werkstücks an und spannt diese mit einer Zwinge fest. Die Gripmax Anti-Rutschoberfläche verhindert zusätzlich ein Verrutschen und beugt Ausrissen vor. Bohren, Schrauben, fertig! Mit Taschenlochbohrungen könnt ihr stabile Holzprojekte und langlebige Reparaturen herstellen. Bei einer Taschenlochverbindung in dünnem und schmalem Material ist das Pocket Hole Jig Micro von Kreck genau das Richtige für euch. Worauf wartet ihr noch?